So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt ist es auch mal wieder soweit. Vorm Sonntag, vor der Botschaft vom Wunschpartner, schauen wir auf jeden Fall mal rein. Was kannst du denn für dich Gutes tun? Ja, was ist denn da in der Energie so da für dich? Na, rund um dich, rund um deine Themen, rund um die Liebe. Was ist da so los? Wo hängt's, wo hapert's, wo bist du vielleicht auf dem Holzweg? Paar gute Impulse abholen. Natürlich hier am Kanal auch rund um die Liebe. Na, das schauen wir uns jetzt auch mal an gemeinsam. Ich hoffe, dir geht's gut. Bei mir scheint heute tatsächlich endlich mal die Sonne nach diversen Schneestürmen die letzten Tage, wo ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los? Habe ich vielleicht den ganzen Sommer verschlafen? Aber ja, wir hatten hier Schnee ohne Ende. Hier sind tausende Bäume umgeknickt, umgefallen durch diese Schneelast und also furchtbar. Wir wollen doch jetzt bitte endlich mal Frühling haben. Na, wir wollen es schön haben, wir wollen Wärme haben. Ja, und wenn du gerade in Love bist, wollen wir mal schauen, was man da so tun kann, dass es da auch mal vorwärts geht. Na, das ist die große Frage des Tages. Und das schauen wir uns auch mal an. Dafür mache ich mal meine Kamera an und mich mache ich jetzt hier mal weg. So, da haben wir es auch schon. Wir haben eine, ach, ich habe übrigens, die liebe Adelheid hat sich bei mir gemeldet. Die würden ja tatsächlich eine Liegedecke machen mit meinem Angel Readings Logo. Also da freue ich mich schon riesig drauf. Das war ja schon lange mal so ein Wunsch von mir, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne eine Liegedecke haben, wo hier so ein bisschen mein Angel Readings Logo einfach drauf ist. Das wird mega, das wird super. Also, liebe Adelheid, falls du das hörst, vielen, vielen lieben Dank für deine Mühe, für deine Arbeit. Da hast du ja ein gutes Händchen. Ich glaube, das wird super. Also, wir wollen mal schauen, was ist denn für dich so ein bisschen da in der Energie, auch rund um die Liebe. Wo geht's lang? Wo geht's hin? Welche Botschaft habe ich heute für dich? So, wir wollen schauen. Wir wollen mal hier heute mehr Tarotkarten nehmen und gucken mal in die Energien rein. Was ist denn da so Schönes bei dir zu sehen? Welche Energien, welche Impulse darfst du mitnehmen? Na, das ist wichtig. Ja, was auch wichtig ist, die Kamera sollte vorzugsweise dann auch gerade stehen. So, dann haben wir hier die anderen Karten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich, seit ich in meinem neuen Liegezimmer bin, keinen Knick mehr in der Liegedecke habe? Oder beziehungsweise zumindest mal keinen signifikanten. Schau jetzt, gerade habe ich es noch gesagt. So, gut, was brauchen wir auch dazu? Klärungskarten und schauen mal, ne, die möchte gleich raus. Welche Energien sind denn so da? So, kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was machst du denn aktuell so ein bisschen, ja, damit es dir besser geht, damit es dir gut geht. Was tust du denn so immer in Bezug auf deine Selbstfürsorge, ne? Das ist ja auch immer interessant, wenn du es mal in die Kommentare schreiben magst. Da können sich andere vielleicht ein bisschen was abschauen von dir oder du kannst dir von anderen etwas abschauen, ne, dass wir ja vielleicht auch hier am Kanal mal so ein bisschen zusammenhalten, zusammenhelfen und sagen, schau, Selbstfürsorge, wichtiges Thema. Was tust du, damit es dir gut geht? Ne? Ich höre zum Beispiel gerne Musik. Da gibt es so ein paar bestimmte Lieder, die ich mir anhöre, wo ich mir sage, ah ja, da geht es mir doch gleich schon besser. Da bin ich wieder gut drauf und unterwegs. Oder ich gehe natürlich raus zum Pferd zum Beispiel, fahre zu meiner Mutter und zum Eddie auf die Ranch. Da wollte ich euch ja auch mal mitnehmen mit meiner Vlog-Kamera. Ich mache mal einen Ranch-Vlog. Da könnt ihr mal dabei sein. Da kann ich euch ja mal die Tierchen vorstellen, die Pferdchen. Die geben einem ja immer sehr viel. Also, was tust du für dich selber am liebsten? Wenn du sagst, oh, ich müsste jetzt mal ein bisschen Selbstfürsorge betreiben. Das wird mich mal interessieren, was du denn da so machst. So, wir schauen mal rein in die ersten Karten. Was sieht man denn da so Schönes bei dir? Okay, da haben wir schon mal die berühmten zwei Stäbe. So, okay, da sehe ich dich schon so ein bisschen. Ja, die zwei der Stäbe, das ist so eine Karte für, wenn man ja ein bisschen nachdenkt, auch vielleicht mal versucht,
in die Ruhe zu kommen, zu sagen, ja, ich muss jetzt hier mal vielleicht irgendeine Entscheidung treffen. In welche Richtung entwickelt sich denn ja, mein Sein in Bezug auf die Liebe in der nächsten Zeit? Wo geht es für mich lang? Wo geht es für mich hin? Na, die zwei der Stäbe, das heißt nochmal, ja, in die Ruhe gehen, nochmal nachdenken, eine Entscheidung treffen. Wie wird sich etwas entwickeln? Hier ist die Karte der Entwicklung gefallen. Vielleicht bist du gerade dabei zu sagen, okay, entwickelt sich das mit meinem Wunschpartner, mit meinem Herzblatt eigentlich in die richtige Richtung? Oder bin ich hier irgendwie komplett auf dem Holzweg? Also ich sehe schon hier an der Stelle bei dir, ja, du möchtest schon gerne jetzt mal langsam eine Klarheit haben. Die helle Seite zeigt dir da drauf, in welche Richtung entwickelt sich diese ganze Geschichte denn für mich? Na, das ist es, worum es geht. Auf der anderen Seite natürlich auch in deinem Kopf der König der Schwerter. Ja, das könnte natürlich jetzt dein Wunschpartner sein. Schwerter, das ist so eine Kopfkarte. Na? Also ich sehe schon, dein Herzblatt, dein Wunschpartner, kann gut sein, dass das so ein Kopfmensch ist, dass der viel im Denken ist. Ja, der steht ja für ja, Scharfsinn, Klugheit, Weisheit. Aber wenn man natürlich zu viel denkt, dann ist man ganz schnell damit beschäftigt, sich die Dinge zu zerdenken. Also wenn dein Wunschpartner ja, so ein bisschen Kopfmensch ist, ja, und eher in einer, so ein rationaler Mensch und nicht so wirklich auf seine Gefühle schaut, dann bist du hier, glaube ich, genau richtig, weil ich sehe schon, das Kreuz, das ist Glaube, Schicksal, göttliche Führung, ist aber auch eine schwere Aufgabe in Bezug auf die Bindung. Na, der Bär, Kraft, Stärke, starke Bindung. Der Bär kann übrigens auch er selber sein, das ist eine männliche Energie. Von daher ist er schon sehr präsent in deinem Kopf. Ja, also deine Gedanken drehen sich rund um ihn. Du weißt schon, wie du ihn eigentlich auch einzuschätzen hast. Und auf der anderen Seite bist du aber damit beschäftigt zu sagen, okay, ich muss jetzt mal eine Entscheidung treffen, in welche Richtung das für mich jetzt als nächstes geht. Vielleicht wartest du schon ziemlich lange drauf, dass hier was in die richtige Richtung geht. Na, weil die Karte 53, das ist wirklich so eine langsame Karte. Das ist eine der langsamsten Karten im Deck überhaupt, wo man sagt, mein Gott, wie lange soll denn das Elend hier jetzt noch dauern, bis der gute Herr mal aus dem Kopf rauskommt und versteht, dass wir hier eine starke Bindung haben. Also da tut sich auch einer schwer. Ich glaube, dein Wunschpartner, der tut sich da schon sehr schwer, irgendwie zu sagen, ja. Ich nehme jetzt meine Gefühle wahr, ich öffne mich dir, ich rede mit dir über meine Gefühle, na, ich vertraue mich dir an, ich öffne mich dir, ich höre mal auf zu denken, das wäre ja das Schöne. Aber ich sehe schon, du weißt schon, dass er sehr verkopft ist und dass er sich da schon irgendwie schwer tut. So, und da haben wir nämlich eine interessante Ausgangsposition. Wir wollen ja schauen, was ist um dich herum so los. Und von daher nehme ich schon so eine gewisse Schwere wahr in deinem Kopf. Na? Da ist immer wieder das Thema, die Aufmerksamkeit ist das A und O, weil die Energie, die du hast, folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt deine Aufmerksamkeit den ganzen Tag zu ihm lenkst, pum, 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 immer wieder drauf auf ihn. Und da tut sich nichts, na? Dann ist da auch keine gute Energie da, na? Weil dann vergeudest du deine Aufmerksamkeit, vergeudest du deine Energie. Na? Deswegen ist es hier schon mal ganz gut bei dir zu sehen, okay, ich muss jetzt hier mal, glaube ich, selber eine Entscheidung treffen und ich kann auch mal diejenige sein, die ihn ins Wartezimmer setzt. Du musst nicht immer warten, bis er dich ins Wartezimmer setzt oder er sich zurückzieht, sondern auch du kannst mal sagen, weißt du was? Na, bin dann mal weg, weil das ist mir jetzt alles langsam zu doof. Aber wir schauen mal in die Herzenergie rein. Auf der einen Seite, klar, dein Herz, die Sonne, die Vogelperspektive, die Blumen, das heißt hier, das ist Glück, dein Herz möchte Glück, da ist das Streben nach Glück da. Du schaust dich ja gefühlsmäßig um, wo ist meine Harmonie, wo ist mein Wachstum, wo ist meine Schönheit, Komplimente, Aufmerksamkeit, ja, wo kann ich ins Wachstum kommen? Dein Selbstwert, deine Selbstliebe, dein Herz sagt schon auch gerade jetzt, wenn es rund um die Liebe geht, ha, ich habe ja das große Glück verdient. Ich will auch das große Glück haben, ne? Ich möchte jetzt, weil dein Herz ist komplett
gespalten in einerseits, hey, ich will glücklich sein, vorzugsweise mit meinem Wunschpartner. Auf der anderen Seite, ja, haben wir hier die Mangelkarte, ne? Die 5 der Münzen, Isolation, Alleine sein, Mangelkarte, die Schlange, ja, das kann auch so ein bisschen Komplikationen sein. Oder es kann auch sein, dass es bei dir und deinem Wunschpartner noch eine Person im Umfeld gibt, vielleicht sogar eine andere Frau. Ja, weil die Schlange ist nun mal eine weibliche Energie mit den Würfeln. Das heißt, eine Entscheidung steht noch aus. Also möglicherweise funktioniert es mit deinem Herzblatt gerade nicht so besonders gut, weil er da vielleicht auch gerade irgendwo zwischen zwei Stühlen sitzt. Ne? Das kann schon sein, weil wir haben hier oben auch die zwei der Stäbe. Das ist ja eine Entscheidung. Wie entwickelt sich etwas bei ihm? Ja? Hier die schwere Aufgabe in Bezug auf Kraft, starke Bindung bei ihm. Na, mit dem König der Schwerter zerdenkt er sich alles. Na? Ich glaube schon, dein Herz vermisst ihn, dein Herz hat Sehnsucht, er fehlt dir sehr. Da ist irgendjemand noch mit im Spiel, definitiv, der diese Entscheidung für dich beeinflusst. Ja? Weil es geht hier in diesem Deck sehr stark um Entscheidungen seinerseits. Und ich glaube auch, dass du davon weißt. Na, dass er hier irgendwie noch nicht so ganz auf Kurs ist. Na, ist er da, ist er weg, ist er weg, ist er da, was will ich denn? Na, also da ist so ein bisschen die Unruhe schon drin in diesem ganzen Deck, wo du verständlicherweise sagst, hey, ich will jetzt meine Entscheidung haben, ich will meine Klarheit, wohin entwickelt sich das Ganze? Ja, was ist los? Warum tust du dir so schwer, wenn du mich doch liebst? Dein Herz möchte auch das große Glück. Mal genauer hinschauen und möchte auch Harmonie haben, Wachstum haben und du möchtest, glaube ich, auch von ihm mehr Aufmerksamkeit. Deswegen ist hier drüben so ein bisschen ja die Alleine sein, die Mangelkarte. Ne? Denkst dir auch, okay, entscheidet der sich jetzt vielleicht gegen mich, wegen jemandem anderen oder für eine andere? Also ich nehme es schon gerade als so ein bisschen schwer wahr. Deine Situation, die du da gerade hast, ja, alles nicht so prickelnd. Aber du bist zumindest schon mal so weit inzwischen, dass du sagst, ja, ich werde jetzt mal langsam auf eine Entscheidung drängen. Na? Und wenn du dann auf ihn zugehst und sagst, hey, ich möchte jetzt mal wissen, in welche Richtung das geht, dann wirst du ganz schnell deine Klarheit haben. Na? Weil entweder zieht er sich zurück, dann wäre er sowieso nie zu dir gekommen. Oder er bewegt sich endlich mal in deine Richtung. Also das kann jetzt alles passieren. Hier ist alles offen. Deswegen schauen wir auch mal hier unten rein. Ja, wir schauen unten rein. So, was haben wir da? Da haben wir mal 8 Stäbe. Da haben wir ein geöffnetes Buch und da haben wir das Gift. Okay, das ist eine interessante Legung. Ein Page der Münzen. Ein Brief. Und dann haben wir die Liebe. So, und jetzt schauen wir mal rein, weil ja, mit den 8 Stäben, da sprießt etwas, da entsteht etwas, das steht auch für neue Energie. Also du wirst jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich schon mehr und mehr das Gefühl bekommen, dass du durch ihn in einer ungesunden, in einer toxischen Situation gelandet bist. Er kontrolliert, ob es dir gut geht, er kontrolliert, ob es dir schlecht geht, er kontrolliert, ob es vorwärts geht, er kontrolliert, ob es rückwärts geht. Er hat hier quasi alles im Griff, alles unter Kontrolle, wie es dir geht, wie es weitergeht oder ob es weitergeht. Da glaube ich, dass du in der nächsten Zeit sehr gut beraten bist, wenn du sagst, okay, ich gebe der ganzen Sache jetzt mal neue Energie, neuen Pep. Na, weil so wie es bis jetzt gelaufen ist, geht es nicht weiter. Du nimmst jetzt vielleicht die Sache selbst in die Hand, dass hier eine neue Seite im Buch deines Lebens aufgeschlagen wird. Also erkennen, wer oder was tut mir hier nicht gut. Direkt reingehen und sagen, pass auf, jetzt läuft es mal anders, weil das kann dich jetzt vorwärts bringen. Der Page der Münzen, der steht nämlich auch für ein Angebot. Ja, Page der Münzen, der steht für eine Chance, der steht auch dafür, dass man etwas nutzt und der steht natürlich auch gerne mal für den Selbstwert. Und darum geht es, glaube ich, bei dir in der Energie aktuell in Bezug auf ein Herzblatt oder dein Herzblatt. Dein Selbstwert darf nicht leiden, wenn du in der Liebe nicht so wirklich vorwärts kommst. Na, das heißt, steh für dich ein, sag deine Sachen, sag, was du dir vorstellst, was du dir wünschst, was du möchtest. Und entweder dein Gegenüber kann dir das bieten oder möchte dir das bieten.
oder nicht. Lass dich nicht ins Wartezimmer setzen. Sage ihm auch oder red mit ihm über deine Gefühle. Das kann förderlich sein. Hier ist der Brief, die Botschaft, die Nachricht, die Kommunikation. Und da liegt die Liebe. Also was ich dir hier in dieser Situation, wenn du gerade eben so ein bisschen feststeckst in deinem Liebesthema und es geht nicht vorwärts, nicht hin, nicht her oder nicht zurück oder gar nichts tut sich da, würde ich jetzt mal wie beim Schachspielen sagen, der Bauer, nicht der Bauer, der König, der muss sich bewegen. Und dazu musst du einen Move machen, einen Zug machen. Und ich glaube, wenn du ihm hier jetzt mal sagst, pass auf, ich schlage jetzt hier mal eine andere Seite auf, jetzt kommt da mal neue Energie rein. Ich möchte nicht mehr in dieser ungesunden, in dieser toxischen Situation sein, wo ich einfach immer nur darauf warte, ob du dafür sorgst, dass es mir gut oder schlecht geht. Nutze ich jetzt mal die Chance und rede mit dir über die Gefühle und über deine Gefühle und sage dir, was ich erwarte und vor allem auch, wann ich es erwarte. Und ich glaube, wenn man das mal tut, ganz, ganz viele Wunschpartner, die wachen dann schon auf. Ne? Die sagen dann, okay, oh, die macht jetzt ernst, ich muss jetzt mal was tun. Der König bewegt sich auf dem Schachbrett, das ist immer gut. Wenn hier nämlich nichts passiert, dann werden die Dinge so bleiben, wie sie sind. Dann wirst du weiterhin im Wartezimmer sitzen, denn ich habe hier in diesem Deck auch ganz, ganz stark das Gefühl, dass hier irgendwie noch eine andere Person im Spiel ist, die bei dir für den Mangel sorgt. Also irgendwas oder irgendwer hält ihn hier auf jeden Fall mal zurück. Das ist auch Unsicherheit, dass es eine Entscheidung steht irgendwie aus. Ne? Andere Person, falsche Person, weibliche Energie, Mangel, Isolation, alleine sein. Vielleicht lässt er dich auch nicht so richtig in sein Leben rein, ne? Wo dein Herz ja eigentlich ganz klare Vorstellungen von dem hat, was es möchte. Das ist die ungesunde Situation, in der du bist, wo ich dir hier den Rat geben würde, sorg mal für neue Energie, für neuen Pep. Ja, schlag mal eine neue Seite auf. Du willst nicht mehr in der toxischen Situation sein. Nutze die Chance. Es geht auch um deinen Selbstwert. Sag deine Sachen, sag, was du willst, sag, wann du es willst. Und entweder er geht mit oder nicht. Weil wenn du das tust und er geht nicht mit, hast du immerhin deine Klarheit, dass du ab sofort keine Zeit mehr verschwenden brauchst für ihn, weil dann hat er dir ja sowieso nie gehört. Also das ist jetzt ein bisschen ein tiefgängigeres Reading, wo ich dir sage, da geht es halt auch um dich selber. Na? Wir schauen ja hier am Kanal ganz oft, was macht er hier, was macht er da, was tut er gerade, macht er jetzt, kommt er jetzt. Aber wenn wir mal bei dir reinschauen in die Karten, kann man mal sehen, dass du in einer Situation bist, wo es dir einfach nicht gut geht und wo jemand anders im Draußen steuern kann, wie es dir geht. Meldet er sich, ruft er an, schreibt er dir, geht es dir gut? Kommt wieder keine Antwort, sagt er das Treffen ab, hörst du nichts mehr von ihm, geht es dir schlecht? Kommt er wieder auf dich zu? Geht es dir wieder gut? Also etwas und jemand im Draußen steuert, wie es dir geht, und das darf nicht sein. Wir wissen ja alle und haben alle schon gelernt, dass man das Glück und das Zufriedensein mit sich selber ausmachen kann, in sich selber kreieren kann. Und du darfst auch mal in den Zustand kommen und sagen, ich brauche niemanden in meinem Leben, keinen Menschen, um glücklich zu sein. Ich bin mit mir selber glücklich. Wer da sein will, ist gut. Wer nicht da sein will, ist auch gut. Dann sagst du auf Wiedersehen oder du entscheidest selbst, ob jemand bei dir sein darf oder nicht. Deswegen ist das eine schöne Legung geworden. Tu das kund, rede mit ihm, schreib's ihm, dass du dich zurückziehst, wenn das jetzt nicht mal irgendwie mal in die richtige Richtung geht. Du wartest schon zu lange. Deine Lebenszeit ist ja auch irgendwo begrenzt und du möchtest gerne die schönen Dinge des Lebens wahrnehmen und möchtest dich nicht mit etwas aufhalten, wo du gar nicht weißt, ob das zum Ziel führt. Also, das machen wir jetzt mal. Wir wollen nach vorne gehen. Morgen gibt es ja dann die Botschaft vom Wunschpartner. Ich freue mich schon drauf. Wünsche dir eine schöne Zeit. Bleib gesund, sei lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!